Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fiesta Online mit Jenny und dem großen Alex. Hallo. Moin. Wenn wir eigentlich alleine sind, brauche ich dich nicht großen Alex zu nennen. Da kann ich dich auch einfach Nenn mich Alex nennen, Alex. oder? Das ist Nein, mein besser. Mage hat Portbug. Nein. Das kann doch Verdammt. nicht sein. Furchtbar. Grad der Wichtigste, ne? Grad der Wichtigste. Ja, der andere ist drinne. Ja. So eine Scheiße. Ja, das ist doof. Bist du jetzt eigentlich Level Up geworden? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ja, Bist bin du? ich. Glückwunsch. Glückwunsch. Danke. Und wie man sehen kann, ich habe wieder mein 10er, plus 10er Zeppi. Nico hat mir das liebevollerweise wieder ausgeliehen. Gott sei Dank. Das war so furchtbar. Da fühlt man sich so nackt ohne das Teil. Ich meine, das ist ein großer Unterschied zwischen 1000 Mana Damage und 1700, ne? Das merkt man schon. Machen wir Fino B dann eigentlich auch? Wenn man noch Das klappt reinkommt, ja. ja. Ich meine, Pino A hat ja jetzt ziemlich spät angefangen. Das schaffen wir. Aber eigentlich sollte das gehen. Aber dann würde ich da schon mal reingehen. Na ja, dann mach halt. Also wir haben unsere Truhe schon, du auch, ne? Juhu, paar Prozente für den. Und Schatz, wie viel mittlerweile? Was denn? Ruhen. Was? Truhen? Ach, Truhen, ich habe vorhin ein paar geöffnet. Ja, weil ich habe jetzt nur noch 2, 4, 6, 8 Stück. Ich habe mal... 13? Hä? 13? Ja, ich habe 5 Stück habe ich geöffnet gehabt vorhin. Ich wollte einfach mal gucken, weil als Nico noch nicht da war, also Nico nicht da war und mir noch nicht das Zepter, wollte ich mal gucken, ob ich vielleicht einen Stab oder einen Zepter da rausbekomme und wollte es mal selbst versuchen zu leveln. Machen wir es raus? Nö. Nö, bis jetzt noch nicht. Und Beim darum. mir war immer selbe drin. Magiekristalle, Ne, bei Geisterfrüchte, mir war schon gute Sachen drin. Gerade Leder. Schleime, vor allen Dingen minderwertige für Sprintrollen. Ah ja. Das war drin. Soll ich die wieder aufheben, ja? Nee, die kriege ich ja durch die. Ja gut, wenn du die durch die Kiste hast, dann ja, ich habe wieder ein bisschen Platz in meinem Lager. Würde sie verkaufen. Nee, die kannst du mir da lassen. Doch. Und das passt schon. Also die nehme ich dir gerne ab. Die nehme ich dir jetzt wieder gerne ab. Ich habe wieder Platz in meinem Gut. Lager. Ich habe nämlich Rollen Okay. gemacht und auch ein paar verkauft. Dann passt das. Erst mal hinstellen und Tränke verkaufen. Es ist schwierig. Wie weit seid ihr eigentlich mit euren Fähigkeiten? Ich weiß gar nicht. Wer wollte ab und aufwerten machen? Ich glaube, Nico wollte das machen. Wolltet ihr auch irgendwelche Fähigkeiten oder habt ihr irgendwelche Fähigkeiten mit euren Chars? Also, in Ja, dem Fall, du, ich kann Alex. alles außer abwerten. Sonst kann ich alles machen für euch. Gerade das Wichtigste, gerade das, was ich gebraucht hätte. Wieso? Für was denn? Jetzt zum Beispiel, um Elrun herzustellen. Also, nee, nicht Elrun, sondern die Xier T2, weil ich kann die ja noch, die T3 ja noch nicht. Brauche ich Silbererz, ne? Minderwertig. Und dann Ja. hätte ich einfach, wäre ich einfach, muss ich gerade überlegen, nee, für was war das? Für Du Kupfererz? willst hier T3 machen oder was? Oder was willst du? Nee, warte. Ich muss noch mal gucken. Was wollte ich denn genau? Lix T2. Da brauche ich Kupfererz hochwertig. Und ich will Xier T2 machen. Und dafür brauche ich Lix T2. Genau. Und um viel Lix T2 zu machen, brauche ich halt auch viel Kupfererz. Und da wäre ich hingegangen, hätte Silbererz gesammelt. Und das hätte man mir dann runter, hättest du dann runterwerten können auf Vererz. Kupfererz hochwertig, ne? Und dann hätte ich aus einem Silbererz minderwertig, hätte ich zwei Kupfererz hochwertig bekommen. Und das rechnet sich schon, weil du halt Silbererz minderwertig schneller sammeln kannst, ne? Und mit dem Lix T2 hätte ich dann Xier T2 gemacht.
dass einfach meine Fähigkeit ein bisschen schneller hochlevelt, dass ich endlich einmal die T3er-Sachen machen kann. Ja, aber willst du nicht, kannst du nicht, warum machst du nicht einfach nur Elry T2? Dann bist du auch irgendwann durch. Ich habe das Ja, immer so gemacht, man aber macht das immer das ist. Elry. Ja, aber das ist Geldverschwendung. Ich verkaufe die Teile ja nicht. Ich muss sie dann an einen NPC verkaufen. Das lohnt sich für mich So. nicht. Ich meine, bei euch ist, bei dir ist das jetzt was anderes. Du machst wie viel Geld in der Woche? Ach, das ist nicht viel, aber ich habe immer was übrig, ne? Ja, Sister, also ich kratz mich hier auf meine 2 GM rum, ne? Und wenn die weg sind, sind die weg. Und ich will ja auch Ja. irgendwo einen Gewinn dabei machen, wenn ich das herstelle, ne? Also, ist immer so eine Sache. Ich meine, es kostet im Endeffekt wirklich nicht so viel. Aber wenn du dann mal so 5000 Dinger herstellen musst, ist das schon scheiße. Ja, so wie ich. Ich habe jetzt, glaube ich, von T2 auf T3 habe ich, glaube ich, 3 Gold oder 5 Gold jetzt verplempert, nur weil ich sie beim NPC verkauft habe. Also wenn ihr das unbedingt braucht, dann hau ich das für euch schnell hoch, das abwerten. Das soll kein Ding sein, das mache ich in 4 Stunden ist alles fertig. Wieso, wie das? Wie Das ist... kriegst du das hin, in 4 Stunden sowas hoch und komplett hoch zu leveln? Ich kaufe mir einfach die ganzen Sachen und werte die dann ab. Am Anfang muss man zuerst sammeln. Ich glaube, da muss ich erstmal was sammeln und dann abwerte ich hoch und dann kaufe ich mir die Sachen und dann abwerte ich die immer. Und irgendwann habe ich das höchste Level und kann alles abwerten, was ich will. Ja, aber in 4 Stunden? Da machst du dir doch Expertenwissen rein, oder? Ja klar, das kriegst du auch easy durch Kapseln. Easy durch Kapseln, also ich an welchen Kapseln gehst denn du? An den blauen oder an den roten? In dem Blauen kriegst du das. Blauen. Also ich bin als am blauen und ich habe noch nie ein Expertenwissen daraus bekommen. Noch nie, das ist, das, da kriegt man schon zu viel. Das ist eigentlich total. Das hat Muss schon welche zerstören. Nico hat das auch gesagt, dass der voll viele Expertenwissen daraus kriegt, ne? Aber ich hock da dran, ich hau da meine ganzen Coins rein. Ich habe noch nie ein Expertenwissen daraus gekriegt. Ja, das, du musst 100 werden, dann kannst du ja 1 Million Coins umtauschen. Ja, dann kriegst du locker easy. Ja gut, aber ich sag mal so, ich habe mit 100.000 Coins, wo ich momentan machen kann, das ist auch nicht unbedingt wenig, finde ich. Ja. Ich meine, ne? Hast du das Lucky House eigentlich schon mal gezeigt? Ja, ich glaube schon. So einmal zwischendrin ganz kurz, glaube ich, habe ich das mal gezeigt. Wobei ich da ja ein bisschen im Zwiespalt bin, ne, mit dem Lucky House. Weil im Hast du Ende. ein 75er Set? Nee. Marian, was? Nee, ein 65er habe ich gerade. Aber ein Ich kann dir 75er nicht. 75er Oberteil und Hose dann geben. Das wäre cool, was willst du denn haben dafür? Nix, ihr kriegt, ich darf hier mitmachen, hallo? Rede mal bitte mit Nico. Wieso? Ja, hau ihm das mal rein, ne? Sag, er darf bei uns im Let's Play mitmachen, er soll uns das Zeug schenken und nicht abzocken. Okay, nee, aber super, freut mich, also das ist cool. Ja, so. Sowas ist für mich Kleinkram, das brauche ich eh nicht. Okay, ja, gut, klar. Kleinkram. Schön. So, Die und ist aber bei nett uns im Haus, geplust, das oder? sind. Die ist nett geplust, ne? Nee. Ich Ja, dachte dann schon würde ich nicht. sie verkaufen für ein Ich wollte bisschen nämlich schon Geld. sagen, also wenn mir jetzt eine geplust die geschenkt hätte, dann wäre ich aber. Ja, du kriegst dann das Intellekt-Set. Also, ich habe für mich das arktische Set schon. Okay. Ich weiß gar nicht, was bringt denn das? Das Intellekt, was bringt die Kacke? Reduziert den Mana-Verbrauch der Fähigkeit Geistesentzug und erhöht die Effektdauer der Fähigkeit Geistesentzug. Ah, okay. Geistentzug. Ja, ist okay. Gut für PvP ist das Z und ja. Schatzi, du Warte, stirbst gerade, ne? aber jetzt Ist kannst dir du auch klar, deine ne? Stats, Ja, ne? ich seh's gerade. Wer hängt denn da an mir? Pina? Eine dumme Kuh. Sag ich doch. Also was? Hose und Schuhe? Nee, Oberteil und Hose. Oberteil und Hose, okay. Dann muss ich noch nach schönen Schuhen gucken.
Dann passt das. Das ist cool. Freut mich. Und Jenny kriegt die Hose. Ja, toll. Danke. Wir müssen uns überlegen, was wir dir schenken. Nix. Ein Kaffee. Kriegst einen Ich Kaffee. trinke keinen Kaffee. Ja, dann bist du selbst schuld. Es war ein Angebot, Also. Pech gehabt, wenn du es nicht annimmst. Ja, wie gesagt, ich kann dir T3-Tränke geben, wenn du willst. Ach nee, Brauchst, und brauch ich ich hätte jetzt nicht. halt gesagt, ich versorge dich mit Rollen, aber ich Das glaube, brauchst du auch nicht, ich habe einen extra Rollenlager. ich wollte gerade sagen, das wird Ja. wahrscheinlich gar keinen Sinn machen, ne? Ja. Keiner diese Ich Scheiße. habe irgendwie keinen Sound hier. Kann das sein? Ich weiß nicht. Kommt mir das bloß so vor? Da sind gerade andere Stiefel dran im Shop. Machen wir mal ein bisschen Musik an hier. Im Hintergrund so. Ich muss ja sagen, ich bin ja begeistert. Alex, du bist tot. Ja, okay. Hier stirbt Alex. Was? Wo hast du den jetzt noch bekommen? Warte. Ja, ich habe die XP sauber, alles super. Läuft, okay, gut. Boah, das war aber knapp. Ja, aber ehrlich. Kriegen wir jetzt noch die B rein? Kriege man noch Bisschen hast rein? du drei Ja. drin. Ja, das Ja, sollte man packen. Allerdings ist 36 die fängt es Folge halt schon an. um. Whatever hat das Spiel betreten. Ah ja, okay. Kommt er vielleicht doch noch on? Wäre ja interessant. Werden wir alles in der nächsten Folge erfahren. Bis dahin, tschüss, bis zur nächsten Tschüss. Folge.